Hat unser Mann geredet? Sie reden immer. Wir haben Namen, Daten, Orte. Volk hat alles ausgepackt, sogar Free Gator. Der Verdacht hat sich wohl bestätigt, Captain. Makarov macht sich schon neue Freunde. In 6 Stunden trifft er sich mit seinen Beratern. Das Treffen findet im Hotel Lustig mitten im Zentrum statt. Ich habe bereits ein Team für diese Operation, doch ich bezweifle, dass sie rechtzeitig dort sind. Aber ihr seid nah. Sehr. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Makarovs Versammlung mitten in einem Kriegsgebiet? Klingt ja toll. Zu viel Selbstvertrauen macht sorglos. Wir infiltrieren über 2 getrennte Routen. Soap, du und Yuri geht zur Kirche und übernehmt die Überwachung. Die Stadt ist abgeriegelt. Wir brauchen eine Hintertür. Überlass das mir. Damit willkommen zurück. Das Auge des Sturms. Hörst du mich?
einschätzen. Wir passen auf. Los jetzt! Hast du das gehört? Feindlicher Konvoi! Bewegung, los! Unten bleiben. Da sind zu viele. Wir wurden entdeckt. Feuer wieder! Sind die alle? Das gibt's ja gerade. Da siehst du nichts mehr. Feindlicher Konvoi! Bewegung, los! Unten bleiben. Das sind zu viele. Runter! Statue vor. Deckung geben.
sind unterwegs zum Hotel. Viel Glück! Dadurch mal los! Nicht schießen. Geh vor, Juri. Juri, du gehst vor. Geh vor, Juri. Das Gebäude hält nicht mehr viel aus. In welchem wird das sein? Sie wechseln ständig durch. Das wissen wir erst, wenn er raussteigt. Du scheinst viel über Makarov zu wissen. Alpha 1, Funkkontrolle, over. Bravo 1, okay. Wir sind in Stellung mit Sichtkontakt. Also, Kamarov fungiert im Hotel als unsere Augen und Ohren. Sobald er uns das Zeichen gibt, geht es los. Was siehst du? So eine Scheiße. Anscheinend kommt Makarov zu spät zu seiner Beerdigung. Warten auf freies Schussfeld. Dann kannst du ihm so viele Kugeln verpassen, wie du willst. Eine wird schon reichen. Blutsbrüder, 11. Oktober. Es ist soweit.
schöne Achtung, da kommt Makarovs Konvoi. Klassische Snowmission. Ich sehe vier gepanzerte Fahrzeuge. Kein Sichtkontakt zu Makarov. Sie halten vor dem Hotel. Siehst du ihn? Ja, da ist der Bastard. Drittes Fahrzeug. Scheiße, ich glaube, er sieht direkt zu uns. Ruhig, cool bleiben. Sie fahren jetzt ins Parkhaus. Also, Kamarov, Sie sind dran. Kamarov, hören Sie mich? Hat vergessen, es anzuschalten. Ganz egal, Makarov ist hier. Wir machen nach Plan weiter. Ich bin in Stellung, bereit? Yuri, finde Price mit deinem Zielfernrohr. Er ist auf dem Hotel. Auf dem Hotel? Na dann. Wir haben dich. Wir haben Aktivität auf dem Balkon. Wir schalten sie zusammen aus, Yuri. Sag an. Du weißt aber schon, dass das 2, 4, 5 Leute sind. Yuri, schalte sie aus. Los. Hier rein. Erledigt. Ziel erledigt. Wer ist das? Kamarov. Tut mir leid, Price. Captain Price. Matt, stört die mir. Price, du musst rauskommen! Juri, mein Freund, du hättest nicht kommen sollen. Was zur Hölle sagt er da? Halt sofort! Nein. Alter, wir haben Schwein gehabt. Glück im Unglück. Soap. Sieh mich an, du packst das. Yuri! Schnapp, hey, wir müssen los! Yuri! Es kommt schon darauf. Er sagte. Wohin? Was soll ich machen? Wenn ihr zum Spaß lang oder was? Mit dem Kraken ist gar nicht so easy. Da schlingert ein bisschen. Wohin? Ah, die Tonne. Leck mich einfach zusammen. Hier ist es nicht sicher. Wir müssen weiter. Los! Wir müssen. Nikolai, hol sie uns aus. Der Heli dreht noch eine Runde. Wir müssen. Schon so, du schaffst das! Alter, wie sifft dir alles voll? Yuri, geh vor, gib uns Deckung! Yuri, sieh dich geladen! Wir müssen dringend von hier verschwinden! 36, jawohl. Durchhalten. Wir können hier nicht bleiben. Los, hier!
rein. Wir nehmen dich mit. Ich bring dich hier raus! Genau. Zu dem Gebäude im Nordwesten! Guck mal, der Tennisplatz. Geht ja viel. Wir haben's geschafft, so! Halt durch! Mal wieder so zusammenflippen. Nicht so! Ruh dich aus! Sanitäter! Bleib bei mir, mein Junge! Sie müssen los! Sofort! Lass mich in Ruhe! Scheiße. Es tut mir leid. Okay. Makarov kennt uns also. Ich dachte, ich könnte es auch. Also warum in Teufels Namen kennt Makarov dich? Ich war noch sehr jung und patriotisch, als ich Wladimir Makarov begegnete. Juri, wach auf. Sakaya würde nicht wollen, dass du das verpasst. Dieser Deal wird Millionen für unsere Sache bringen. Geld kann viele Dinge kaufen, sogar Macht. Der Weg in unsere Zukunft beginnt hier, mein Freund. Was soll das heißen? Es ist zu leicht. Ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Okay. Sakayev hat nie vergessen, was wir für ihn getan haben. Unsere Belohnung war Macht. Aber Macht verdirbt. Heute zeigen wir der Welt unsere wahre Stärke. Vielleicht färbt etwas davon auf dich ab. Ist alles bereit? Mach es. Tausende von Seelen mit einem Knopfdruck vernichtet. Подожди, какой рисик, ребята. Я уже постараюсь, если
Kein Russisch. Ja. Was Mutter mal verzog. Russischer Soldat, kein Mörder von Unschuldigen. Aber in seinen Augen machte mich das zum Feind. Okay, Juri. Du hast dir etwas Zeit verschafft. Vorerst